Ich werde dieses Video jetzt einfach damit beginnen, dass ich ein bisschen mit euch durchatme. Denn ich bin gerade zurück vom Einkaufen mit meiner Mama. Ab morgen darf ich ja wieder normale Mahlzeiten zu mir nehmen. Und tatsächlich habe ich gestern mit Bato telefoniert und er sagte: Hast du nicht irgendwie erzählt, du musst das jetzt 3 Monate machen? Kann gut sein, dass ich das zwischendurch einfach durcheinander gehauen habe. Nee, 3 Wochen. Und die sind morgen um. Und wir waren einkaufen und es war merkwürdig. Vermutlich ist es einfach auch noch so drin, dass es hat sich einfach so selbstverständlich angefühlt, in die Obst- und Gemüseabteilung zu gehen und erstmal nicht nur ein Eimer mit 500 Gramm Tomaten, sondern 2 Eimer zu nehmen. Aber ich glaube, das ist wirklich einfach so, ja, so ein automatisches Verhalten. Tomaten haben halt eine unglaublich geringe Kaloriendichte, sind mega gesund, also wenn man nicht allergisch ist. Und die haben einfach irgendwie zu jeder Hauptmahlzeit gehört, außer zum Frühstück, aber zum Mittags, abends waren bei mir auf jeden Fall Tomaten drin. Und ja, da habe ich so gedacht, okay, jetzt verfallen nicht in alte Muster und in alte Gewohnheiten. Und als mir das so bewusst geworden ist, da habe ich schon gespürt, dass mein Herz dann einmal so angefangen hat, schneller zu schlagen und dass ich nervös wurde, weil ich so dachte, Mensch, du hast dir doch jetzt Mühe gegeben, zerstörst doch jetzt nicht schon beim ersten Einkauf. Aber dann, also falls ihr es im Hintergrund rascheln hört, meine Mama packt die Tüten aus, denn es sind wieder mehrere Tüten geworden, aber es ist wohl auch einfach dem geschuldet, dass jetzt morgen Feiertag ist und da muss man ja nicht Freitag nochmal los, um fürs Wochenende einzukaufen. Aber ich gebe zu, dass der Gedanke, ab morgen nicht mehr Kalorien zu zählen, sondern visuell Portionen in Tellergrößen ja, auszumachen, schon aufregend ist. Wer das noch ein bisschen genauer verstehen möchte, wie ich ab morgen esse, der kann gerne mal auf meinem Blog vorbeischauen. Ich erzähle euch später noch, wo ihr das finden könnt. Aber jetzt erstmal zum Gefühl. Ich glaube, dass das einfach so tief drin ist und dass auch das seine Zeit braucht, dass es wieder verschwindet. Ich habe ein Fröschchen im Hals, meine Güte, was ist denn da los? Aber Bonbons habe ich nicht gekauft. Mist. Obwohl, jetzt könnte ich ja eigentlich auch einen Bonbon lutschen, ne? In der Zeit vorher war das ja tabu. Nicht mal ein Kaugummi. Aber jetzt wäre es wieder erlaubt. Naja, so ein Fröschchen geht ja meist auch weg, wenn man das trinkt, aber ich habe nichts da. Bestens vorbereitet, ich, alter Profi-YouTuber. Läuft nicht. Aber das war schon merkwürdig beim Einkaufen, als der Einkaufswagen dann voller wurde und voller wurde und ich schon gemerkt habe, dass ich darüber nachgedacht habe, okay, was hat davon jetzt wie viel Kalorien? Also ich habe es noch nicht gelernt, in Portionen umzudenken, aber das ist wohl auch einfach viel zu viel verlangt. Und während ich so eingekauft habe, habe ich darüber nachgedacht, dass vermutlich die größte Herausforderung an diesem neuen Essensprojekt ab morgen ist, dass es normales Essen ist. Also normal in jeglicher Hinsicht. Ich glaube, dass mir diese ganzen Ernährungsformen, Ernährungsumstellungen, Diäten und die ganzen Einschränkungen so Rahmen gegeben haben, in denen ich mich einfach so wohlgefühlt habe. Ich liebe es, Grenzen, Strukturen, klare Anweisungen. Ich liebe es einfach auch insgesamt in meinem Leben vorbereitet zu sein. Und so, ich bin nicht gut darin, spontan zu sein. Also wenn es jetzt hier spontan an der Tür klingelt, stelle ich mich tot. Ich bin kein Mensch für Spontanität. Aber das ist es genau, glaube ich, die Herausforderung, die sich mir jetzt beim Essen stellt. Spontan zu sein und nicht abzuwiegen, sondern mich spontan vor diese, sagen wir mal, den Ofen zu stellen mit 3 Töpfen und mir meinen Teller aus Kohlenhydraten, Eiweiß und Fetten zusammenzustellen, ohne vorher einen genauen Plan zu haben. Und ich glaube, dass es mich deswegen so stresst, weil es so einfach und dadurch für mich höchst schwierig ist. Ich bin ein Mädchen für Regeln und ich bin ein Mädchen für, ja, Absprachen. Ich möchte vorher Absprachen treffen und die sollen dann so eingehalten werden.
Und deswegen bin ich aufgeregt wegen morgen. Es wird, glaube ich, eine aufregende Zeit. Also ich spüre es jetzt schon. Ich bin sehr, sehr froh. Dieses Herzrasen, was sich beim Einkaufen bei mir am Anfang eingestellt hat, ist ganz schnell wieder verschwunden. Da bin ich echt dankbar, weil ich dann aber auch wirklich so das Tempo rausgenommen habe. Wir hatten es ein bisschen eilig, weil halt noch sehr, sehr viel zu tun ist. Am Montag, ihr wisst es, kommt das Buch. Die einen haben es jetzt schon bekommen. Ich muss dafür doch die Homepage fertig machen. Da ist so viel zu machen und wir hatten es eilig. Und ich war einfach nur so dieses, ich brauche jetzt und ich packe ein und wir rasen durch den Laden. Und dann habe ich mir gedacht, nee, komm, das ist jetzt viel zu wichtig, als dass du das mit einem schlechten Gefühl startest. Und deswegen sind wir dann, ja, gemütlich durch den Laden und ich habe überlegt, worauf ich einfach Lust habe, worauf ich Appetit habe. Und ja, ab morgen wird es dann wieder etwas abwechslungsreicher in meiner Instagram- und Facebook-Story. Denn natürlich poste ich wieder für euch alles, was ich esse. Aber ja, ich bin gespannt. Ja, ich glaube wirklich, dass diese neu gewonnene Freiheit die größte Herausforderung ist für mich. Zu viele Möglichkeiten sind schwierig für mich. Aber ich probiere es, ich gehe es an und ab morgen geht's los. Deswegen, ja, wir werden sehen. Ich werde euch berichten und ja. Mehr bleibt da nicht zu sagen. Ich bin echt aufgeregt. Aber es ist ein gutes Aufgeregtsein. Das Herzrasen ist weg. Und jetzt, ja, geht es den nächsten Schritt. Und schauen wir mal. Genau. Und schreibt doch gerne mal, bevor ich euch jetzt sage, wo ihr den Blogbeitrag findet mit den Tipps von der Ernährungsexpertin. Meine Krankenkasse hat mich da beraten. Wir haben ein ganz tolles Gespräch geführt, sehr lang, und ich habe das für euch verschriftlicht, genau, und habe das für euch auf meinen Blog gepackt. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr mal so erzählt, ob es irgendwelche, ja, Nahrungsgewohnheiten gibt, die ihr so habt. Zum Beispiel, ob jemand von euch Low Carb, Slow Carb isst, No Carb, Low Carb, High Fat, was gibt es noch? Intervallfasten, also intermittierendes Fasten oder vegan oder laktosefrei, glutenfrei. Es gibt ja so viele verschiedene Sachen, die einen beim Essen irgendwie einschränken. Oder ob ihr sagt, ich esse, worauf ich Bock habe, fertig. Da bin ich neugierig, ob es bei euch irgendwelche Einschränkungen gibt oder ob ihr einfach alles feiert, was gut schmeckt. Genau. Und den Blogbeitrag findet ihr, wenn ihr auf www.endlich-ich.com geht. Ich packe es euch auch einmal unten in die Beschreibung und ja, wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Dann bis morgen. Oh, morgen Abend wissen wir mehr. Aufregend. Ihr könnt mich da genau abonnieren und hier passiert, glaube ich, auch gleich irgendwas. Tschüss.